Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir laden Sie ein zu unserer Präsentation des Buches Grüne Wahrheiten, das Buch zur Ressourcenwende, das der Autor Friedrich Schmidt-Bleek als sein letztes Buch und Vermächtnis schrieb und das zur diesjährigen Frankfurter Buchmesse 2021 erscheinen wird. Wir konnten unsere Aufgabe der Herausgeberschaft auch deshalb so gut meistern, da wir noch zu Lebzeiten des Autors auf seine Einladung hin über ein Jahr lang mit ihm an seinem Buch arbeiten konnten. So waren wir in der Lage, im Sinne und Geiste von Friedrich Schmidt-Bleek sein Buch zu vollenden. Unser Freund und Mitherausgeber Hubert Romberg wurde durch den intensiven gedanklichen Austausch mit dem Autor inspiriert, seine unternehmerische Tätigkeit neu zu strukturieren. Der Autor, Friedrich Schmidt-Bleek, kurz Bio genannt, ist mir begegnet Anfang der 2000er Jahre und hat besonders mir als Bauunternehmer, der damals gerade die Firmengruppe übernommen hatte, in der Führung ganz klar vor Augen geführt, wie sehr unsere ganze Ökonomie und vor allem die industriellen Prozesse mit den Ressourcenströmen zusammenhängen. Jetzt aber auch verstärkt durch die Krisen, die wir haben, Klimakrise, Biodiversitätskrise, Rohstoffthemen, die immer relevanter werden, ist es jetzt absolut der richtige Zeitpunkt, dieses Thema in den Kontext zu bringen, in den Kontext der politischen Diskussion, aber vor allem für Unternehmen. Und dort sehe ich den absolut größten Mehrwert. Mein Appell ist auch, und ich werde das auch mit meinen befreundeten Unternehmern auch tun, wenn man seine Führungskräfte einstellen möchte, einstimmen möchte, sensibilisieren möchte für das, was die Zukunft bringt, die Herausforderungen, aber auch die Chancen für jedes Unternehmen, sollte man ihnen dieses Buch schenken, weil es einfach wirklich ein völlig neues Verständnis schafft für das Potenzial und die Gefahren, die in der ganzen heutigen Sicht der Ressourcen steckt, wenn man nicht richtig erkennt, was es bedeutet. Und es können eben wirklich völlig neue Innovationen, neue Geschäftsprozesse entstehen, neue Geschäftsmodelle entstehen aus dem Ganzen heraus. Aber es können eben auch ganz große Gefahren auf uns zukommen, wenn wir das nicht kennen, wenn wir das ignorieren. Und darum ist es aus meiner Sicht das absolut relevanteste Werk, das es heute gibt. Der zentrale Hebel zur Bewältigung der Klimakrise und Beendigung der Umweltzerstörung besteht für den Autor in der qualitativen Veränderung der Ressourcenabhängigkeit von Produkten und Dienstleistungen durch eine wesentliche Minimierung des Ressourcenverbrauchs. Mit dem seit 1990 entwickelten MIPS-Konzept, Material Input pro Serviceeinheit, ist ein Parameter entstanden, der den Ressourcenverbrauch im Lebenszyklus von Produkten und Dienstleistungen berechenbar und damit veränderbar macht. Damit ist der Weg zu zukunftsfähigen, nachhaltigen Produkten gangbar geworden. Darauf kann eine verantwortungsbewusste Politik mit klaren Zielen, mit richtungssicheren sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Indikatoren aufbauen. Die Märkte neigen dazu, zukunftsblind zu sein. Das heißt, Probleme, die erst in der Zukunft Kosten erzeugen, werden in den heutigen Preisen nicht korrekt abgebildet. Deshalb ist es notwendig, mit politischen Maßnahmen sowohl die nicht abgebildeten Preise in die Märkte einzubringen, Stichwort Bepreisung von CO2, Bepreisung von endlichen Ressourcen, um zukünftige Kosten und Knappheiten schon heute korrekt in den Preisen abzubilden und zum anderen mit Hilfe von Gesetzen dafür zu sorgen, dass in den verschiedenen Sektoren sich die entsprechenden Veränderungen auch durchsetzen. Das Entscheidende ist, dass die Kapitalmärkte Transparenz herstellen, welche Unternehmen sich auf den Ökologisierungsweg machen, welche Sozialverantwortung übernehmen und welche das nicht tun. Und diese Transparenz gibt es heute nur sehr unvollkommen. Und deshalb macht Europa eine Rahmensetzung unter dem Motto nachhaltige
Finanzmärkte, Sustainable Finance, die eben alle Großunternehmen verpflichten, hier transparent zu werden. Die Europäische Zentralbank unterstützt diese Politik und der Effekt ist, dass eben die ökologischen und sozialen Risiken in den Bilanzen transparent werden und dadurch die Kapitalmärkte den Wandel, den wir brauchen, unterstützen. Anschaulich und allgemeinverständlich geschrieben, legt der Autor sein über Jahrzehnte verfeinertes und vorsorgendes Ökologiekonzept dar, das eine gesamtgesellschaftliche Transformation und Ressourcenwende ermöglicht und uns allen Wege aufzeigt, aktiv daran teilhaben zu können.